Es war vor einigen Monaten, als ich das wohl merkwürdigste und unheimlichste Ereignis meines Lebens erlebte. Ich hing schon ziemlich weit mit dem Manuskript für mein nächstes Buch hinterher und mein Verleger saß mir täglich im Nacken und wollte endlich Ergebnisse sehen. Ich hatte mir vor einigen Jahren mit einem recht gut verkauften Roman unter Horrorfans einen Namen gemacht und die Fortsetzung wurde sogar innerhalb kurzer Zeit zum Bestseller. Jetzt war mein Kopf allerdings völlig leer. Die Deadline, die er mir gesetzt hatte, war schon in 4 Wochen und ich hatte bisher gar nichts. Ich hatte beschlossen, für eine Weile an den See zu fahren. Früher, als ich noch klein war, hatte ich hier mit meinen Eltern die Ferien verbracht. Ich hoffte, die Ruhe und Abgeschiedenheit hier im Wald will mir etwas Inspiration verschaffen und mir helfen, mich zu konzentrieren. Ich weiß, ich sollte jetzt eigentlich sofort an die Arbeit gehen, aber ich wollte im Moment bloß abschalten. Deshalb beschloss ich, an den See hinunterzugehen. Wenn ich erstmal den Kopf frei bekomme, fällt mir das Schreien bestimmt sowieso leichter. Nee, ist alles Kacke. Alles Scheiße. Hallo? Hallo, ist hier jemand?
Hallo? Mach die scheiß Tür auf! Scheiße. Nee, so wird das nichts. Zeig dich! Die Polizei ist immer noch auf der Suche nach Hinweisen, die Aufschluss über den Auslöser geben.
Man geht aber aktuell nicht davon aus, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt. Vermutlich waren defekte Leitungen die Ursache für den Brand, der in der vergangenen Nacht ein Bungalow und Teile des umliegenden Waldes in einer Feriensiedlung bei Dingenskirchen restlos niederbrannte. Glücklicherweise scheint der Bungalow zu jener Zeit verlassen gewesen zu sein, weshalb es zu keinen ernsthaften Personenschäden kam. Einige Anwohner und Urlauber aus der näheren Umgebung wurden wegen Vermutung auf leichte Rauchvergiftung zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ich weiß nicht genau, was mich in jeder Nacht aus dem Bungalow vertrieben hat. Wahrscheinlich würde ich es sowieso nicht verstehen. Fakt ist aber, dass es mir vermutlich das Leben gerettet hat. Und hey, die paar Tage Urlaub haben mir definitiv die Inspiration für mein Buch gegeben, die ich brauchte.